Belastung. Garantie durch den Internationalen Währungsfonds 15 Milliarden Euro. Bareinzahlung an den Rettungsschirm 22 Milliarden. Bürgschaften für den Rettungsschirm 168 Milliarden. IWF-Rettungspaket 2 Milliarden. EU-Rettungspaket 22 Milliarden. Schulden der Krisenländer bei der Europäischen Zentralbank 114 Milliarden. Kredite der Europäischen Zentralbank an Geschäftsbanken in Krisenländern 22 Milliarden. Staatsanleihenkäufe der EZB 26 Milliarden. Macht zusammen 391 Milliarden Euro. Wie viele Pakete kann man da noch draufstapeln? Herr Steffel, Sie sind ja als Mitglied des Bundestages im Finanzausschuss. Das ist jetzt quasi Worst-Case-Berechnung, die der Stern uns vorgibt, 391 Milliarden Euro. Das wollen Sie also dem deutschen Steuerzahler zumuten, wenn alle Bürgschaften und Kredite fällig werden? Dass das schwindelerregende Zahlen sind, ist, glaube ich, allen Beteiligten klar. Und kein Staats- und Regierungschef und kein Parlamentarier in einem der Länder Europas macht sich die Entscheidung leicht. Nur wir müssen gemeinsam. Ja, ich glaube, der Zahlenstreit bringt jetzt wenig. Dass wir in einer sehr schwierigen Situation sind, ist völlig klar. Im Übrigen hat die Krise auch eins gelehrt, dass die Prognosen, die vor 2-3 Jahren abgegeben wurden, Gott sei Dank in den meisten Fällen so nicht eingetreten sind. Zum Zweiten unterstellt natürlich auch die Diskussion eben, dass nichts getan wird. Also der Regelfall ist ja beispielsweise, um das ganz einfach zu erklären, dass bei steigender Inflation die Banken und die Europäische Zentralbank, die Deutsche Bundesbank durch höhere Zinsen reagieren. Was dann natürlich dazu führt, dass die Entwicklung sich auch wieder da einpendelt, wo wir sie volkswirtschaftlich gemeinsam für richtig halten. Das Entscheidende, Frau Maischberger, ist, dass aus der Schuldenkrise einiger kleiner Euro-Staaten, die machen zusammen ja nicht mal 5% der Wertschöpfung des Euro-Raumes aus, keine Euro-Krise wird. Denn aus einer Euro-Krise, davon bin ich überzeugt, würde eine Wirtschaftskrise werden, die auch deutsche Unternehmen trifft und die auch deutsche Arbeitsplätze betrifft. Und gerade wir als Bundesrepublik Deutschland, die wir fast 50% unserer Wertschöpfung durch Leistungen erwirtschaften, die wir an andere Länder verkaufen und davon 2/3 in den Euro-Raum, müssen ein hohes Interesse daran haben, dass wir Vertrauen und Stabilität bei der Währung, aber auch in vielen anderen volkswirtschaftlichen Fragen haben. Herr Henkel, es gibt ja auch optimistische Schätzungen, die sagen, wir kriegen ja von dem, was wir da verleihen und auch schon verliehen haben, jetzt schon Zinsen auch zurück. Sogar im Falle Griechenlands hat man ausgerechnet, verdienen wir oder haben schon verdient 136 Millionen Zinseinnahmen. Am Ende ist das ein Geschäft, dieser Euro-Rettung. Das ist ein Geschäft, was ich nie eingehen würde. Natürlich, diese Zinseinnahmen fließen dem Haushalt in der Tat schon zu. Nur sie setzen voraus, dass wir 100% dieser Bürgschaften nicht geben müssen oder dass wir das Geld, was wir gegeben haben, und zu 100% zurückbekommen. Und daran glaubt natürlich keiner. Das aber solange die Zinsen sprudeln, wäre es ja auch egal, sage ich jetzt mal so. Dann können wir uns ja Zeit lassen, dann können die Griechen sich Zeit lassen und wir haben Einnahmen. Immerhin, sie zahlen. Sie zahlen. Ja, aber im Augenblick, Sie haben die Zahlen ja hingelegt. Die Zahlen kommen übrigens vom IFO-Institut, vom Professor Sinn. Es sind das Maximum das ist ein Worst-Case-Szenario aller Bürgschaften. Und Zahlungen, zu denen wir uns verpflichtet haben, ist tatsächlich fast 400 Milliarden. Man muss sich überlegen, wir sind ja nun schon seit vielen Jahren Nettozahler in Europa. Ja. Und das ist auch gut so. Denn mit dem Geld, was wir aufbringen, werden Notleidende oder andere Regionen unterstützt, übrigens teilweise ja auch Ostdeutschland. Das sind pro Jahr 8,1 Milliarden Euro, die Deutschland mehr in den europäischen Topf einzahlt, als es bekommt. Das sind 99 Euro pro Kopf in Deutschland. Die Zahl, die Sie jetzt gerade gesehen haben, das wären ungefähr 6.000 Euro pro Kopf, pro Deutschen. Daran können Sie die Dynamik und die Gefahr sehen, in die wir uns jetzt begeben haben. Ja. Deutschland ist ja in diesem ganzen Paket der Hauptgläubiger geworden. Und wir müssen uns natürlich fragen, was bedeutet das für den deutschen Steuerzahler oder seine Kinder, wenn diese Schulden irgendwann mal tatsächlich fällig werden und bezahlt werden müssen? Das würde ich gerne wissen. Können Sie mir das sagen? Was würde tatsächlich, also es gibt eine andere Zahl, also sagen wir mal, das Institut der Deutschen für die deutsche Wirtschaft schätzt, 65 Milliarden werden fällig im schlimmsten Fall für Deutschland. Was würde das denn für den deutschen Bürger bedeuten? Wie würde er es spüren? Naja, letzten Endes, wir haben das Thema ja vorhin schon gehabt, letzten Endes führt es zu Inflation. Man muss sich ja immer fragen, profitiert von der Inflation? Mhm. Wir haben gerade eben gehört, dass die kleinen Leute am meisten drunter leiden. Und das stimmt auch. Wer profitiert von der Inflation? Das ist die eine Frage, die wir uns stellen müssen. Die Antwort ist immer der Schuldner. Und die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, wer ist eigentlich der größte Schuldner? Das ist dann der deutsche Staat.
Und hier haben Sie schon bereits das Motiv für eine angezettelte Inflation. Denn die einzige Möglichkeit, diese enormen Schulden, die wir schon jetzt auf uns geladen haben, es sind ja schon offiziell über 2 Billionen. In Deutschland. Und jetzt kommen, 1,9 und jetzt kommen diese 400, das würden ungefähr, das wären 1,5-mal der deutsche Bundeshaushalt. Die kämen dann noch hinzu. Die letzte Möglichkeit für den Staat ist dann, die Inflation anzuzetteln, denn es gibt keine Möglichkeit, die zurückzuzahlen. Und deshalb brauchen wir, davon bin ich fest überzeugt, auch eine andere Vorgehensweise. Aber Moment, bei Sie der haben Euro-Krise. Jetzt muss ich trotzdem das festhalten. Sie unterstellen sozusagen, es ist eine politisch gewollte Inflation, auf die wir dazu steuern. Ja, sie wird gewollt. Das ist eine Konsequenz, eine logische Konsequenz dessen, was jetzt passiert. Damit man die Schulden nicht zurückzahlen soll. Ja, natürlich. Wie wollen Sie das denn machen? Wir erleben ja jetzt auch in Griechenland, dass die gar keine Chance haben, die Schulden zu zahlen. Frau Wagenknecht hat noch nichts gesagt und hat aber gerade den Kopf geschüttelt. Ich würde gerne wissen, ob Sie da widersprechen. Glauben Sie, es gab ja von der IWF im letzten Jahr 2010 im Februar eine richtige Aufforderung an die Länder und die Staaten, künftig nicht 2, sondern 4% Inflation als Grundannahme zu nehmen. Kann man so einen politischen Willen an Inflation erkennen? Also ich glaube zumindest, dass in der gegenwärtigen Konstellation eine wirkliche Inflation sehr unwahrscheinlich ist, weil die setzt voraus, dass die normalen Menschen, die Güter kaufen, tatsächlich mehr Geld in der Tasche haben. Was wir zurzeit haben, ist eine extreme Geldschwemme auf den Finanzmärkten. Mhm. Die legt sich nieder natürlich in Spekulation. Das treibt die Rohstoffpreise, das treibt auch Nahrungsmittelpreise, das ist richtig. Aber der Otto-Normalverbraucher hat ja nicht mehr Geld, sondern weniger, zum Beispiel in Deutschland, wo die Löhne seit Jahren sinken. Das heißt, da ist überhaupt kein Inflationsdruck von Seiten der Nachfrage da und von Seiten der Lohnkosten auch nicht. Deswegen ist das sehr unwahrscheinlich. Was ich aber zum Beispiel viel spannender finde, wenn Herr Henkel sagt, man sollte diskutieren, wer profitiert von der Inflation. Ich finde erstmal interessanter zu debattieren, wer profitiert von den Rettungspaketen, wer profitiert von der Art und Weise, wie jetzt eben die Staatsschulden nach oben getrieben werden. Weil diese Staatsschulden entstehen ja nicht dadurch, dass die Ausgaben so hoch sind. Sie haben eine einfache Antwort dafür gefunden, die halte ich jetzt mal hoch. Pressemitteilung, Sarah Wagenknecht, die Deutsche Bank profitiert von der Eurokrise. Ja, die Banken profitieren natürlich von den Rettungsmaßnahmen, weil die laufen darauf hinaus, dass der öffentliche Sektor den privaten freikauft. Also die privaten Anteilseigner haben natürlich zum Beispiel Griechenanleihen mit relativ hohen Zinsen gekauft. Jetzt ist die Gefahr, dass sie diese Anleihen irgendwann nicht refinanziert kriegen. Da geht sozusagen jetzt der Rettungsschirm rein und nimmt ihnen dieses Risiko ab. Ja. Das heißt, das ist ein risikoloser Profit für private Anleger. Und diese Anleger sind überwiegend Banken, Finanzkonzerne, die dadurch sozusagen freigekauft werden. Und ich finde es schon ein Skandal, wenn man sich vor allen Dingen überlegt, es sind ja vor allem die Banken gewesen, die verursacht haben, dass die Staatsverschuldung europaweit so explodiert ist, weil die Staaten ihre Banken gerettet haben. In Irland zum Beispiel ist die Bankenrettung der im Grunde einzige Grund für die Explosion der Staatsverschuldung. So, und diese Finanzkonzerne, die diese Schulden verursacht haben, die sind jetzt auch noch die Hauptprofiteure dieser wachsenden Verschuldung. Ich finde, das ist unglaublich und das ist eine völlige Fehlentwicklung. Deswegen finde ich, da müssen andere Wege gegangen werden. In der Analyse stimmen Sie zu, Professor Hanke? Mit zwei Korrekturen. Banken profitieren? Mit zwei Korrekturen, die ich glaube, die man anbringen muss. Der eine ist der Inflationsbegriff, der hier zugrunde gelegt wird, der auch amtlich zugrunde gelegt wird, nicht von Ihnen, der ist zu eng. Der bezieht sich ja nur auf die Lebenshaltungskosten. Wir haben ein Inflationsventil und eine Blasenbildung sowohl an den Börsen, in den Vermögenspreisen, wie auch den Rohstoffpreisen. Und die absorbieren einen Großteil unserer Inflation und die erscheint nicht im Index. Mhm. Das heißt also, die reale Inflation ist tatsächlich viel, viel höher als die im amtlichen Index ausgewiesen. So, das zur Inflation. Jetzt zu der Frage, profitieren die Banken? Ja, natürlich. Und ich empöre mich viel mehr noch als Frau Wagen. Knecht, dass man die Euro-Rettung als Euro-Rettung verkauft. Richtig. Und es ist ja eine Rettung der Banken, die das Geld gegeben haben. Ja. Und ich empöre mich auch darüber, dass sehr viele, auch Parteifreunde von Ihnen, jetzt um die Banken barmen. Die müssten gerettet werden. Die müssten gerettet werden, weil wir sonst also flächendeckend eine Bankenkrise bekämen. Ja. Wer so argumentiert, zeigt mir, dass er nie eine Bankbilanz gelesen hat. In diesen Bankbilanzen stecken Reserven drin, die unglaublich sind. Da hat eine Bank, eine deutsche Bank, ich will gar nicht nennen welche, schon vor 150 Jahren eine Riesenreederei gekauft in Hamburg, hat sie schon vor 100 Jahren auf Null abgeschrieben. Wenn sie die heute verkaufen würde, hätte sie in ihrer Bilanz ein Polster von vielen 100 Milliarden. Das heißt, in einer Bilanz
wird nicht Vermögen gezeigt, sondern Vermögen verborgen. Und man kann den Banken absolut zumuten, diese Krise aus eigenem zu lösen, ohne den Steuerzahler und ohne die Euro-Rettungsfonds jetzt aufzustellen. Müssen Sie vermutlich bei Herrn Steffel einen suchen, der argumentiert, warum die Rettungspakete, selbst wenn die Banken davon profitieren, wichtig sind? Ich würde das Ziel gerne diskutieren. Das Ziel wäre übrigens auch bei den Banken ja nicht, die Banken zu retten, sondern wenn, dann deutsche Anleger, die beispielsweise griechische Staatsanleihen gezeichnet haben. Aber ich würde auch bei der gesamten Debatte darauf achten wollen, Herr Henkel, das Ziel war es, aus der Krise als Bundesrepublik Deutschland gestärkt, aber zumindest möglichst ohne großen Schaden rauszukommen. Wir haben vor einem Jahr diese ganz schwierige Operation Euro-Rettungsschirm, diesen ersten Schirm, beschließen müssen. Das war übrigens mit großem Zeitdruck und die Spielräume waren sehr begrenzt. Wir haben heute festzustellen, dass Deutschland der Wachstumsmotor in Europa ist, dass wir über 3% Wachstum haben. Und auf Ihre Schuldendiskussion, wir haben allein aus diesem Wachstum in der jüngsten Steuerschätzung 125 Milliarden mehr Steuern. Übrigens, Frau Maischberger, bei stark steigenden Löhnen, natürlich kommt das immer mit einer zeitlichen Verzögerung. Ja. Sie haben jetzt gehört, welche Prämien gezahlt werden bei BMW. VW verkürzt die Sommerpause. Es gibt 3-4% Lohnabschlüsse. Natürlich dauert das ein Stück weit, aber Europa ist nicht allein auf der Welt. Das ist die Antwort. Darf ich mal ganz kurz noch mal an die Frage erinnern, weil dass Deutschland davon profitiert, habe ich gehört. Die Frage war aber jetzt erst einmal tatsächlich, warum sollen wir die Banken retten? Wenn es so ist, wie Professor Hanke sagt und Frau Wagenknecht politisch moniert. Also bei der jetzigen Diskussion geht es in erster Hinsicht nicht um die Banken, sondern es geht um die Frage, geben wir Griechenland die Zeit, geben wir kein Pfennig in Griechenland. Lassen Sie mich jeder Pfennig geht an die Banken. Es geht um die Frage, ob die Griechen im Jahre 2012, wie es jetzt geplant ist, oder 2013 oder 2014 wieder in der Lage sind, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Ja, momentan reden wir über klar, Bürgschaften. Das behaupten Sie. Ja. Nein, ich finde, man muss auch mehr darüber diskutieren, wie diese Pakete gestrickt sind. Sie erhöhen ja die Wahrscheinlichkeit einer Pleite, weil die Griechen werden so gezwungen, ihre Wirtschaft nach unten zu sparen. Wir bleiben bei den Banken. Da bleiben wir im Moment, bevor wir uns auf die Rettungspakete an sich stürzen. Darf ich eine Zahl nennen? Die Deutsche Bank hat im ersten Quartal 1 Milliarde verdient. Sie rechnet in diesem Jahr mit 10 Milliarden und zahlt als Bankenabgabe zur Finanzierung der ganzen Finanz 70 Millionen. Ja. Insofern sind wir uns völlig einig, die Banken sind dran. Ja. Und die Banken sind die, die an der Krise profitiert haben, sagen Sie, und Sie sind Börsenexperte. Dann müssen die ja zahlen. Also Frau Maischberger, wir haben es, und das macht die Diskussion ja so kompliziert, wir haben es in der Tat mit zwei unterschiedlichen Dingen zu tun. Wir haben es mit der Bankenkrise zu tun und wir haben es mit der Eurokrise zu tun. Ja. Und ich glaube, wir sind uns hier heute fast alle einig, wahrscheinlich Herr Steffel nicht, dass man diese Krisen auch trennen muss und man muss getrennt bewältigen. Das eine ist die Bewältigung der Bankenkrise. Man hätte durchaus schon längst Griechenland umschulden können. Dann wären die Banken dran gewesen, die den Griechen Geld gegeben haben. Dann hätten die vielleicht nur noch die Hälfte wiederbekommen. Für Deutschland bedeutet das übrigens, dass das meiste, was dann in Deutschland aufzufangen gewesen wäre oder aufzufangen wäre, von staatlichen Banken aufzufangen ist. Das meiste Geld haben die deutschen Landesbanken, die Hypo Real Estate und so weiter. Das sind alles verstaatlichte Banken. Und dann stimmt es ja dann doch, wenn wir die retten, retten wir auch unser Moment, das ist aber halb, das stimmt nicht ganz. Nein, das stimmt nicht. Es wäre halb so. Nein, das ist doch. Lassen Sie mich doch den Punkt mal zu Ende machen. Es wäre halb so teuer. Denn bleiben wir mal bei Griechenland. 40% aller Kredite, die Griechenland aufgenommen hat, haben französische Banken gemacht. Aber 40% der Haftung macht die deutsche Regierung der deutschen Steuerzahler. Das ist ja genau das, was damals im März passiert ist, als also der Herr Sarkozy Frau Merkel buchstäblich über den Tisch gezogen hat. Das muss man eben auch wissen. Bei Irland sind die Verhältnisse genau anders. Irland ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass es mit dem Euro nichts zu tun hatte. Frau, das müssen Sie auch noch mal anhören. Irland hatte sämtliche Konvergenzkriterien in großartiger Weise erfüllt. Sie hatte nur die Banken auf sich schlottern lassen. Und wieso kommt denn die britische Regierung auf die Idee, Irland zu helfen, was sie ja gemacht haben, doch nicht wegen des Euro, sondern weil es britische Banken in Irland gibt. Also das Erste, was diese Regierung endlich mal machen muss, und da sind wir uns hier wohl fast alle einig, welche Regierung?
die deutsche Bundesregierung oder die europäischen Regierungen. Auch die Kommission. Wir müssen, wir müssen das Bankenproblem lösen. So, und dann stehen wir vor einem anderen Problem. Ja. Und das ist der Euro. Und jetzt habe ich eine der Frage. Euro jetzt hat eben auch damit zu tun. Eins nach dem anderen machen. Sie haben es ja gerade vorgeschlagen. Ich halte mich an diesen Vorschlag. Gut. Und dann lösen wir erst einmal das Bankenproblem. Richtig. Ist denn das Bankenproblem damit gelöst, dass man die Banken zur Beteiligung an der Krise